Und schon kommen wir fast zum Ende und zu den entscheidenden Akteuren bei der Unterzeichnung dieses Koalitionsvertrags, nachdem sich hier nochmal Andrea Nahles, Volker Kauder und Alexander Dobrindt die Hände schütteln. Er ja auch jetzt in einer schon etwas länger also nicht mehr ganz so neuen Rolle als Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Ja, und jetzt die drei Parteivorsitzenden dieser neuen großen Koalition, von der viele sagen, naja, so schrecklich groß ist sie ja gar nicht mehr, dieses Schwarz-Rot. Irgendwie ist es halt übersichtlich im Vergleich zu den Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag und auch übersichtlich, was die Prozente bei der vergangenen Bundestagswahl angeht. So, jetzt also die Unterschrift, die dreimal von Angela Merkel, Horst Seehofer und Olaf Scholz. Und dann ist der offizielle Teil dieser Zeremonie fast schon vorbei. Es wird dann noch ein paar warme Worte, so ist uns angekündigt worden, von der Bundeskanzlerin geben. Ja, und dann wird man hier ein kleines Gläschen trinken noch und ein wenig schwatzen und dann auch relativ zügig weitermachen. Die ganze Veranstaltung hier wurde auf eine knappe Stunde terminiert. Was ist so ein Koalitionsvertrag eigentlich wert, Petra Pinzler? Ich sage nicht, er ist nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben ist. Koalitionsverträge geben natürlich schon Richtungen vor und geben Wünsche vor. Aber wir wissen ja auch, dass die Realität manchmal das, was auf dem Papier steht, überholt. Wir müssen einfach schauen, was kommt. Es ist aber klar, es steht einiges drin. Hatten wir es gerade, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, hatten wir es immer richtig schön jetzt auch mal im Bild und relativ nah dran, wie da die Unterschriften geleistet werden und wie das Papier dann auch tatsächlich aussieht. Und jetzt werden sich alle Beteiligten noch mal einem Gruppenfoto stellen. Die drei Parteivorsitzenden mit diesem, im Gegensatz zu dem Exemplar, was wir hier haben, einem schön gebundenen Exemplar auch, das dann möglicherweise eines Tages auch im Haus der Geschichte auftauchen wird. So, und die anderen dürfen jetzt auch noch mal dazu.